Marc? Gallego 3-0 verloren, zwar gegen einen Zweitligisten, aber der Spielverlauf sah anders aus als das 0-3. Ja, ich finde, wir haben blöde Tore gekriegt, aber wir sind in der Vorbereitung. Wenn wir es bis zum Saisonstart abstellen, dann bin ich da optimistisch. Und vor allem auch die Chancen besser verwerten, denn es waren ja einige Chancen auch für Homburg da. Ja, genau. Aber man hat müde Beine, man ist nicht so konzentriert. Und ich sag, wenn wir spritzig sind, dann drücken wir die Dinge auch über die Linie. Patrick Schmidt 3-0 verloren, aber das Spielverlauf hätte auch etwas anders ausgehen können von den Torchancen her. Ja, ich denke, von den ersten drei Toren geschehen zwei nach zwei individuellen Fehler von uns. Wenn die nicht fallen, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Ich denke, ein 1-0 kann man verkraften. Die zweite Halbzeit war dann, denke ich, relativ ausgeglichen von Chancen. Kaiserslautern hatte zwar ein bisschen mehr vom Spiel, aber von Chancen her war da auf jeden Fall Gleichstand, meiner Meinung nach. Und du hattest auch eine Riesenchance. Was meinst du dazu? Ja, ich hatte der eine Schuss, den treffe ich eigentlich gut. Mit bisschen Glück geht er, schlägt er am Eck ein und den anderen Ball spiele ich einen Torwart aus. Schiebe ihn dann flach ins Tor. Der Abwehrspieler, der grätscht ihn dann noch von der Linie. Wenn ich ihn hochschieße, ist er auch drin. Mein Gott, so ist Fußball. Jetzt gibt er 3-0 verloren, aber dennoch mehr als achtbar gespielt. Ich würde sogar sagen, die erste Hälfte, obwohl wir 3-0 in der Halbzeit zurückliegen, haben wir nach vorne sehr guten Fußball gespielt. Wir haben den Ball laufen lassen, hatten auch Chancen rausgespielt. Was dann halt sehr, sehr ärgerlich ist, wir machen eigentlich aus einem wirklich guten Spiel im Endeffekt eine Niederlage, die nicht sein muss, weil wir, ja, ich sage mal, zwei von drei Toren absolut hergeschenkt haben. Und das darf halt nicht so sein. Aber im Fußball ist es halt so, es gewinnt der die Tore schießt. Die zweite Halbzeit hat eigentlich Kaiserslautern fast nichts mehr gehabt. Ja, sie hatten schon noch ein, zwei Chancen, aber man muss sagen, wir hatten direkt eine Minute nach der Halbzeit mit Jaron Schäfer eine Chance und Patrick dann eine Riesenchance. Das heißt, es war in Ordnung im Grunde genommen, es war ein guter Test, aber ich bewerte das jetzt negativ und positiv auch nicht über. Wie geht es jetzt weiter die nächsten Tage? Die nächsten Tage, morgen hat die Mannschaft frei, am Dienstag geht es mit einer Einheit und einem Spiel weiter und wir werden dann die kommende Woche jeden Tag zweimal trainieren, wir werden den Allgäu-Latschenkiefer-Cup am Freitag, Samstag spielen mit zwei wirklich guten Gegnern, egal gegen wen das zweite Spiel auch ist. Und das ist eine absolute Testsituation für uns, wie heute auch. Wir werden da noch einige Dinge ausprobieren. Ich glaube, heute hat man schon gesehen, dass wir sehr, sehr hoch verteidigt haben, die erste Halbzeit, muss man sagen. Und insgesamt gesehen, außer den Toren, war es in Ordnung.